Advent, Advent, ihr kennt den Spruch. Ja, ich wünsche euch denselbigen in dieser Adventszeit hier mit dem Licht, das da für alle Adventslichter stehen soll. Ja, willkommen, liebe Freunde, bei Vorhang auf. Inzwischen haben wir hier aktuell, wo das Video gesendet wird, dann schon den zweiten Advent. Aber ich habe jetzt mal es bei einer Kerze belassen. Wir wollen ja hübsch bescheiden bleiben. Obwohl vier Kerzen wären für dieses Thema denn natürlich auch passend. Denn es geht heute um ein Thema, was vielleicht viele Ältere von uns kennen. Ja, die Älteren unter uns. Denn eine lange, lange Serie hat das ZDF damals um die Adventszeit ausgestrahlt oder hat die Adventszeit begleitet. Und das ist dieser berühmte Adventsvierteiler. Ja. Vielleicht kennen es die Jüngeren durch Wiederholungen im Fernsehen. Vielleicht hatte der eine oder andere auch das Vergnügen, mal eine DVD davon zu bekommen, die ja inzwischen von dem Verlag Concorde in die Öffentlichkeit gelassen worden sind und die sind recht günstig zu erwerben. Ja. Und da gab es dann von 1964 an bis 1983 mit wenigen Unterbrechungen den sogenannten Adventsvierteiler. Ja, und das war noch Fernsehen, ja, bis wie man es heute nicht mehr kennt. Ne? Das waren noch Fernsehattraktionen. Ja, die sind auch fürs Fernsehen produziert worden. Abenteuer, Vierteiler, teilweise natürlich berühmten Romanen oder von historischen Persönlichkeiten sind da gewisse Abenteuer-Vierteiler draus gemacht worden. Es fing an 1964. Robinson Crusoe war der erste Vierteiler, den ich persönlich nicht kenne. Und auch 1965 Don Quixote hat man ebenfalls verfilmt. Die waren noch so ein bisschen zu früh im Programm, weil die wurden bereits im Oktober ausgestrahlt. Und dann ging es los mit der ersten richtigen Vierteiler-Verfilmung in den Adventszeiten. Und zwar die Schatzinsel. Ja, Robert Louis Stevensons Roman wurde also hier umgesetzt. Und das sind immer international gehaltene Filme mit unterschiedlichen europäischen Darstellern, wie wir hier sehen mit Michael Ende, ja, der dann später noch als der Assistent vom Alten, der Alte in der Krimiserie gewesen ist. Und zwar, er ist immer der Assistent vom Alten geblieben, egal wie oft der Alte gewechselt hat, bis er selber alt wurde. Er hätte ja eigentlich logischerweise das Amt auch irgendwann später mal antreten können, aber das ist eine andere Geschichte. So haben wir also hier Michael Ende in der Hauptrolle neben Ivor Dean, der den Long John Silver spielt an seiner Seite hier, den britischen Schauspieler, und dann noch den französischen Schauspieler Jacques Dagmar, den man dann aus den ersten Staffeln von Allein gegen die Mafia später auch kennengelernt hat. Ja, die Schatzinsel kam tatsächlich dann am ersten Weihnachtsfeiertag, am 25. Dezember und ging bis zum Neujahrstag, 1. Januar 1967 dann. Ne? Das war damals also der erste, der so in den Weihnachtstagen auch erschienen ist. Die Regie führte damals Wolfgang Liebeneiner und die Musik stammt von Jan Hanusch. Ja? Und das sind natürlich solche Abenteuer-Vierteiler, wie man sie gut in Erinnerung hat.
nachträglich diese nochmal zu gucken. Ich habe die Schatzinsel, glaube ich, vor einem Jahr nochmal gesehen und ich muss sagen, die vier Teile, die ja eine Geschichte erzählen, ja, sind unterschiedlich unterhaltsam, unterschiedlich spannend. Der erste Teil, wo der Junge hier noch, wie heißt er denn überhaupt in der Figur? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall, da, Jim Hawkins, genau, Jim Hawkins ist ja auch ein bekannter Name. Ne? Jim Hawkins, er harrt sozusagen bei seinen Eltern und seinem jüngeren Bruder am Gasthof aus, will allerdings auch los, er hört sehr viele Piratengeschichten um den Schatz von dem legendären Captain Hook, glaube ich war es, ne? Ging um Captain Hook, genau. Der hat nämlich seinen Schatz damals versteckt, bevor er dann verschwunden oder getötet worden ist. Und dieser Schatz wird von allen möglichen Leuten irgendwie gesucht und es gibt immer welche Gerüchte. Und das verlangt nach Abenteuerlust so bei dem jungen Jim Hawkins. Und da kommt er dann auch endlich beim zweiten Teil auf ein Schiff, ja, das ihn dahin bringt. Ja. Long John Silver, der da der Küchen, der Koch ist, ne, ist er der Koch von, übernimmt so langsam ein bisschen die Führung. Er macht das alles so ein kleines bisschen unterschwellig, dass die Leute ihm dann auch noch gehorchen. Es ist wirklich gut erzählt. Aber er hat, wie gesagt, auch seine Strecken. Solche Vierteiler sind irgendwie toll von der Atmosphäre her. Aber wenn man sie heute nochmal sieht, denkt man auch so, ja, alles war auch nicht gut. Ne? Wie gesagt, der erste Teil zieht sich unwahrscheinlich lang. Der zweite Teil auf dem Schiff selbst ist total kurzweilig, spannend erzählt, richtig gut, mit vielen Charakteren. Teil 3 dann auf der Insel selbst ist wieder ein merkwürdiges, unlogisches Hin und Her. Und der vierte Teil, ja, der versandet dann auch so ein kleines bisschen, hat auch ein merkwürdiges Ende, dieser Film. Also es ist mit viel Nostalgie zu betrachten, würde ich mal sagen. Die Schatzinsel. Machen wir auch gleich mal weiter, denn wir haben ja noch einige andere vor uns. Insgesamt habe ich hier 6 Stück. Ich habe nicht alle, nein, um Gottes Willen. Nach der Schatzinsel folgte 1967 kein Vierteiler. Erst 1968 kam dann Tom Sawyers und Huckleberry Finns Abenteuer. Ja, das ist einer der wirklich geilen Vierteiler. Eine richtig gute Verfilmung. Auch von Wolfgang Liebeneiner wieder Regie. Und die Musik sehr prägend von Wladimir Kosma, der hier auch sehr oft eingesetzt wurde. Toller Komponist, der sehr bleibende Melodien gemacht hat. Wir haben ja so einen Schuber, so einen durchsichtigen, der irgendwie dann auch so ein bisschen sich verfremdet hier. Der ist total verkratzt und milchig gehalten, keine Ahnung. Aber hier haben wir halt das, die DVD etwas schöner aufgemacht als diese, die ich eben gezeigt habe. Das ist hier mit so einem Klappcover mit den Darstellern und hier auch das Heftchen. Das macht natürlich viel her. Ich glaube, bei hier ist es nur Doppel-DVD. Und ich sehe gerade, ich habe das Ding noch nicht gewendet, wollte ich sagen. Nein, das ist ein Innenbild. Also der FSK Button bleibt hier also drauf, ist egal. Und meistens sind diese Vierteiler hier mit solchen Heftchen ausgestattet. Und das ist wirklich klasse. Da sieht man tolle Fotos, genügend Erzählung hier über Mark Twain, der das Buch hier geschrieben hat. Das ist wirklich gut gemacht. Immer schön hier mit Randnotizen und den Bildern aus dem Film. Und eine kleine Werbung einer CD über die Musik der Serien. Ja, hier waren es die Darsteller Roland Demongeon, der den Tom Sawyer spielte, und Marc Di Napoli,
ja, offensichtlich ein Italiener, der den Huckleberry Finn spielt. Und Lina Carstens spielt Tante Polly. Ja. Das ist ein wirklich sehr unterhaltsamer Vierteiler, der auch gar keine Langeweile aufwirft. Das haben die sehr gut umgesetzt. Etwas anders als bei der Schatzinsel. Und den habe ich mir sehr gerne angeguckt. Ja, das ist eine tolle Verfilmung. Später, in den, ich glaube so 10, 11 Jahre später, gab es noch mal eine Verfilmung von Tom Sawyer, Huckleberry Finn. Aber die ist richtig toll. Ja. So, und dann ein Jahr später, 1979, gab es dann die Lederstrumpf-Erzählungen mit Helmut Lange, der schon der Erzähler von der Schatzinsel gewesen ist, ja, im Off. Hier sieht man dann also vor der Kamera mit Chingachgook, gespielt von Pierre Massimi, genau. Und das sind halt Lederstrumpf-Erzählungen. Das sind vier verschiedene Geschichten, die nicht unbedingt zusammenhängend sind. Auch hier wieder ein nettes Buch. Das ist toll aufgemacht hier. Nettes kleines Büchlein dabei mit ja, so tollen Emblemen, Indianer-Emblemen hier. Also die Fotos von den ganzen und die Beschreibung. Also das ist echt toll gemacht. Die Lederstrumpfteile sind auch sehr unterschiedlich in ihrer Qualität. Teil 1 ist sozusagen, finde ich, die bekannteste. Das geht hier da um den der Wildtöter. Der Typ, der mit seinem Hausboot da und seinen beiden Töchtern mitten auf dem See wohnt und jagen geht. Und dazu ist noch so ein Kumpel da bei ihm. Ja. Die Szenen sind teilweise etwas lausig dargestellt. Gut, das ist jetzt von 1969, dennoch hätte man Kampfszenen ein bisschen besser darstellen können. Also wirklich, da kommen Indianer auf dieses Hausboot und da macht der Weiße dann nur mal kurz huh, und die fallen dann reihenweise über die Reling ins Wasser. Also das ist dann schon ein bisschen unfreiwillig komisch gedreht worden. Also wie so diese Freiluftspiele, ne? Wo man dann auch ganz klar sieht, die machen jetzt einfach nur einen Purzelbaum oder eine Judo-Rolle, um ein bisschen Action ins Spiel zu kriegen. Hier ist das eben so. Der zweite Teil ist hier durchaus besser gelungen. Da geht es mehr, glaube ich, um die Indianer untereinander, die verfeindeten Stämme. Und der dritte Teil behandelt, glaube ich, mehr das Vor. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall auch sehr interessant bis teilweise ein bisschen langatmig. Ne? Also die kann man auch irgendwo genießen und dann auch wieder sagen, ja, man muss diesen damals Bonus irgendwo dazu rechnen, weil die sind schon ja unterschiedlich aufregend da umgesetzt worden. Der ja, das hatte auch damit zu tun, glaube ich, da es, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene Drehbuchautoren gab und 2 oder 3 verschiedene Regisseure. Das hat diesem Vierteiler nicht ganz so gut getan. Als lustigen Hingucker fand ich zum Beispiel bei dem ersten Teil, da tauchte Thekla Carola Wied als Hetty auf, ja, die eine Tochter von dem Typen von der Arche, die ja eigentlich von einer Indianerin abstammt, ne? Hetty. Thekla Carola Wied, damals im Abspann nur als Carola Wied. Ja, man kennt sie natürlich in diversen Serien aus den spätestens Ich heirate eine Familie. Ne? So, und dann nochmal 2 Jahre später, denn 1970 gab es auch keinen Vierteiler, gab es dann einen wirklich sehr, sehr legendären Vierteiler, das ist Der Seewolf mit Raimund Harmsdorf und Edward Meek, letztes Jahr gestorben, der Schauspieler, ist noch sehr alt geworden. Hier sehen wir auch wieder klassisch aufgemacht, ganz toll. 4 Teile auf 2 DVDs. Raimund Harmsdorf, eigentlich in seiner Paraderolle, wie man ihn auch im Gedächtnis behalten hat. Wieder mit so einem schönen Buch versehen und mit Szenenfotos, ja. Brauche ich jetzt nicht alles zeigen,
kennt man. Ne? Hier nochmal die beiden. Ramut Harmsdorf und Edward Meek. Der Seewolf. Ist es natürlich ganz hervorragendes Teil. Nach Jack London, von dem das Buch stammt sozusagen. Hier hat dann Wolfgang Ulbrich das Drehbuch geschrieben. Ein zuverlässiger Drehbuchschreiber. Und Wolfgang Staudte führte Regie zusammen mit Sergio Niculescu. Ja, und das ist echt eine geile Erzählung, obwohl der Seewolf im Nachhinein, man schaut ihn sich an, auch einige Längen bietet. Ja, das sind Vierteiler, die sind natürlich interessant gemacht worden, alle irgendwie zur Adventszeit gesendet, wobei die Schatzinsel, habe ich ja gesagt, vom 1. Weihnachtstag bis zum 1.1. Tom Sawyer und Huckleberry Finn übrigens vom 1. bis zum 22. Dezember. Die ist dann wöchentlich erschienen. Ne? Manchmal haben die wirklich Tag für Tag hintereinander gezeigt im Fernsehen und manchmal wöchentlich über die Adventstage. Bei Lederstrumpf war es auch wieder kurz, erster Weihnachtstag bis zum 28. Also die wurden dann wirklich alle in vier Tagen hintereinander gezeigt. Und beim Seewolf war es wieder wie bei Tom Sawyer und Huckleberry Finn wöchentlich ab dem ersten Advent. So ist das hier. Das ist schon gut gemacht und die einzelnen Schwächen so vom Filmdreh, die man dann bemängelt, weil man es anders gewohnt ist. Ja? Das Ding ist ja über 50 Jahre alt. Also wenn man die Sehgewohnheiten von heute nimmt, dann bestechen diese Vierteiler durch ihre langsame Erzählart, ja? Dass man vielleicht damals noch nicht so ganz gesehen hat, aber im Vergleich zu heute würde man sagen, die sind echt langsam erzählt. Ja, ebenso noch langsamer erzählt, finde ich, war dann 2 Jahre später, da gab es ja erst 2 Jahre Ferien, den habe ich nicht, aber 1975 habe ich dann 4 Jahre später Lockruf des Goldes hier. Da geht es an den Klondike, ja, auf Goldsuche. Die waren ja damals alle vom Goldfieber infiziert. Und das war auch ein Vierteiler, den ich damals, da war ich wirklich klein, da habe ich den schon im Fernsehen gucken können. Der Seewolf auch, aber der wurde dann wiederholt. Man hat die auch alle paar Jahre mal oder hier und da wiederholt. Lockruf des Goldes, auch toll aufgemacht hier. Ja, und das übliche Heftchen, wie gesagt, das, die Aufmachung, das ist denen wirklich gut gelungen. Alle von Concorde, wie gesagt. Und hier sieht man mal auch teilweise mit Originalfotos aus der Zeit, wie die Stadt angesehen war oder auch wie man hier so eine kleine Goldgräberstadt hatte, ne? Das ist dargeboten. Ja, und dann hier so ein extra, so eine Ausschreibung hier. Kalifornien im Goldfieber. Ja? Da ist das Dampfschiff extra auch noch dafür eingesetzt worden, um die Leute zu ihren Wunschorten zu transportieren. Hier war es Rüdiger Bahr, der deutsche Schauspieler, genauso wie die weiteren Deutschen, Ferdi Mein und Arthur Braus, die hier noch mitgespielt haben. Christiane Kaufmann, oder Christine Kaufmann heißt sie ja, in einer kleinen Nebenrolle. Und hier war auch selbe Regie, Drehbuch und Musik wie bei Der Seewolf. Übrigens habe ich gar nicht gesagt, Hans Posegger war der Komponist der Musik von Seewolf und Lockruf des Goldes. Und die Musik war immer etwas Besonderes. So. Das hatte immer etwas was Treibendes. Es hat eine gewisse Sehnsucht auch ausgestrahlt, finde ich, diese Teile, diese Musiken. Also Hans Posegger ist öfters aufgetaucht und auch, wie gesagt, Wladimir Kosma, der beispielsweise die Abenteuer des David Belfour gemacht hat mit dem David-Song, der ganz, ganz bekannt wurde. 1978 war es. Ein Jahr nach Lockruf des Goldes, den habe ich damals auch gesehen, war 1976 Michael Strogoff,
Ne, der Kurier des Zaren, wieder mit Raimund Harmsdorf, weil er so viel Erfolg hat, hat man ihn nochmal eingesetzt. Und auch das war eine richtig tolle, abenteuerliche Sache. Und auch mit der Musik von Wladimir Kosma. Ich denke mal, Michael Strogoff, der Kurier des Zaren, den muss ich mir noch holen. Ansonsten habe ich nur noch einen aus dieser Serie. Das ist der 1981, einer der letzten Wettlauf nach Bombay hier. Mit Christian Kolund und Jean-Pierre Bouvier, die wir hier sehen als Hauptdarsteller. Ja, Christian Kolund war natürlich da auch etwas verärgert, als man hoppla hopp schnell schnell machen musste. Das Ganze ist auf Französisch hier eigentlich. Er sollte auch sich synchronisieren, aber anscheinend gab es da Terminprobleme. Man hat eine ganz andere Stimme Christian Kolund in den Mund gelegt. Da hat er selber keine Zeit gehabt dafür. Eine sehr, sehr leichtfüßige, abenteuerliche Geschichte, wo es um den Landweg nach Indien geht. Der Seeweg, der bis dahin bestehende, sollte um einiges abgekürzt werden von der Zeit her. Und deswegen hat der Kartograf, glaube ich, war er, und Abenteurer, da also mit seinem französischen Kompagnon da eine Route aus sich ausgeklügelt. Und da gab es natürlich ein paar Gegenspieler, die das verhinderten. In der Rolle von Manfred Seipold war es das Ganze ein bisschen schwieriger gestaltete. Aber im Gegensatz, sage ich mal, zu Lockruf des Goldes war dieses hier, Wettlauf nach Bombay, sehr, sehr, sehr leichtfüßig gehalten. Sehr unterhaltsam, mit vielen witzigen Szenen. Oder auch witzig gemacht waren das halt, ne? Mit sehr viel Verstrickung. Bei Lockruf des Goldes zum Beispiel hast du so eine Schwermütigkeit. Du hast dauernd Eis und Schnee. Irgendwie spielt sich viel im Wind ab. Und dann gibt es dann auch wieder so Szenen, wo der Hauptdarsteller Rüdiger Bahr halb am Verdursten ist und kriecht durchs Land. Und diese Szene siehst du dann in einer Einstellung von 10 Minuten. Du hast es als Zuschauer verstanden, dass der halb am Verdursten ist und sowas. Aber dennoch wird das gezeigt, um das qualvolle Elend darzustellen und rüberzubringen, würde man heute nicht mehr so machen. Umso, wie gesagt, banaler ist es bei Wettlauf nach Bombay. Es ist zwar sehr unterhaltsam, aber es ist schon ein bisschen, du weißt, nach der zweiten gefährlichsten Szene, die kommen da locker wieder raus, ne? Alles ein bisschen leichtfüßig gehalten. So, das sind meine Adventsvierteiler, die ich euch mal hier passend zur Adventszeit auch gerne vorstellen möchte. Habt ihr Erfahrungen mit diesen Adventsvierteilern? Kennt ihr welche? Welche fandet ihr wirklich am besten? Welche haben euch mitgerissen? Welche fandet ihr nicht so toll? Es gibt natürlich sehr viele Lücken. Insgesamt gab es 16 solche Abenteuer bis 1983. Der Mann von Suez, den habe ich damals auch gesehen und fand den ziemlich gut. Also vor 40 Jahren kam der letzte Vierteiler raus. Und sie wurden auch manchmal Weihnachtsvierteiler genannt, aber eigentlich kennt man sie eigentlich unter Adventsvierteiler, weil sie meistens in der langen Adventszeit bis Weihnachten gezeigt worden sind und selten auch mal anders wie bei Lederstrumpf oder die Schatzinsel erst zu Weihnachten. Das soll es von den Filmen gewesen sein. Dadurch, dass ich die Musik mir auch mal zusammengestellt habe, die war bei Simfy, als es noch Simfy gab, habe ich die diversen Soundtracks da gefunden oder teilweise nur die Titellieder und habe mir so eine schöne CD selber zusammengestellt mit einigen der Abenteuer, der Adventsvierteile habe ich dann gesagt. Und da habe ich dann diverse Tracks drauf getan. Dann habe ich aber genau das gefunden, was im Beilageheft einiger dieser DVDs war, nämlich diese Doppel-CD tatsächlich. Ja, die habe ich bei eBay gefunden, gestöbert, höchst selten geworden, natürlich den ganzen Klassikern hier drauf, ja, und eine große, große Beschreibung. Hier sehen wir nochmal, ne? Michael Strogoff, der dann vom glühenden Schwert geblendet wird. Und
die Musik, vor allen Dingen die von Michael Strogoff, die fand ich wirklich sehr, sehr schön hier. Die Abenteuer des David Balfour mit dem David-Song, den ja dann auch zwei Jahre später die Kelly Family gecovert haben. Matthias Sandorf. Also ich kenne sie auch nicht alle. Tödliches Geheimnis sagt mir jetzt gar nichts. Ja, hier ist Wettlauf nach Bombay. Also die sind hier schön beschrieben. Der schwarze Bumerang war auch, glaube ich, auch noch ganz gut. Und die sind hier drauf auf einer Doppel-CD. Ja, das macht dann auch Freude. Werde ich mir sicherlich in der Adventszeit mal wieder reinlegen und genüsslich hier durch die ganzen Abenteuer mich durchhören. Ja, liebe Leute, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von diesen Adventsvierteilern haltet, gehalten habt. Kann man die sich heute noch antun oder... Das ist manchmal so eine Frage, die werde ich auch im neuen Jahr dann öfters mal stellen bei diversen Filmen oder Filmreihen. Kann man sich das noch antun? Ja, das habe ich mir mal auf den Zettel geschrieben. Wird noch ein großes Projekt werden. Ich darf an dieser Stelle sagen, schönen Advent, schöne Adventszeit für euch. Und ja, hoffentlich hat man mal wieder die Muße für so einen Adventsvierteiler. Das wünsche ich euch. Macht's gut.